Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das laut genug? Dringt das? Also die Frage, die uns heute beschäftigt, Sie haben es gehört, jedenfalls in Block 1, betrifft die Friedens- und Toleranzfähigkeit der Religionen. Und dabei steht der Verdacht im Hintergrund, der Monotheismus, der ja, das haben Sie auch gehört, scharf unterscheidet zwischen der geoffenbarten Wahrheit des einen Gottes und der verblendeten Verehrung falscher Götter, könnte eine strukturelle oder intrinsische Affinität zu Intoleranz, wenn nicht gar zu Gewalt und Unfrieden haben. Dieser Verdacht, den der Philosoph David Hume schon im 18. Jahrhundert geäußert hatte, ist dann in letzter Zeit vor allem mit dem Namen eines gewissen Heidelberger Ägyptologen in Verbindung gebracht worden. Im Grunde handelt es sich hier aber um ein typisches Thema des 18. Jahrhunderts, das die Konfessionskriege hinter sich hatte und den Konflikt innerhalb und zwischen den Religionen durch Aufklärung ein für alle Mal überwinden wollte. In seinem Essay Israel in der Wüste hatte Goethe geschrieben, das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem alle übrigen untergeordnet sind, bleibt der Konflikt des Glaubens und des Unglaubens. Und diesen Konflikt gibt es erst, seitdem Religion Glauben bedeutet. Und das bedeutet sie erst, seitdem sie auf Offenbarung gegründet ist. Das Gegenteil von Offenbarung ist natürliche Evidenz. Da geht es nicht um Glauben, sondern um Wissen, um Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Pflege, was ja Religio bei Cicero bedeutet. Und das ist oder war die Grundlage der sogenannten polytheistischen Religionen, deren Gottheiten auf natürlicher Evidenz beruhten. Natürlich steckt auch in dieser Evidenz eine ganze Reihe von Annahmen, die sich unserer Wahrnehmung entziehen. Die alten Ägypter nahmen zum Beispiel an, dass die Sonne ein Gott ist, der in Gesellschaft anderer Götter in einer Barke über den Himmel segelt und dabei einen Feind besiegt, der sich ihm in Gestalt einer riesigen Wasserschlange entgegenstellt. Aber diese Annahme hatte nicht den Rang einer Glaubenswahrheit. Man war frei, sich die Bewegung der Sonne über den Himmel auch ganz anders vorzustellen, zum Beispiel als Flug der geflügelten Sonnenscheibe. Das war eine Frage des Weltverständnisses, der Kosmologie, aber nicht des Glaubens. Und daher wären auch Konflikte mit anderen Religionen ganz undenkbar, die sich die Sonnenbewegung in anderen Bildern vorstellen, zum Beispiel wie die Griechen zu einer Wagenfahrt oder die Babylonier als eine Bewegung zu Fuß. Glauben gibt es erst, wo eine Offenbarung ins Spiel kommt. Die von dem Volk, und das ist eben erstmals in Israel der Fall, in Gestalt der Sinai-Offenbarung, die von dem Volk, dem sie zuteil wird, Emunah verlangt, was so viel heißt wie Glauben, Vertrauen und Treue. Mit dieser Offenbarung sind zunächst einmal sehr besondere und positive Emotionen verbunden, wie sie den auf natürlicher Evidenz beruhenden, kurz natürlichen Religionen abgehen, wie Liebe, Erwählung, Treue, die allesamt nichts Natürliches haben, sondern gestiftet und aus freier Willensentscheidung heraus eingegangen und daher sehr viel schwieriger und anspruchsvoller aufrechtzuhalten sind. Mit dem Glauben ist immer der Zweifel mitgegeben. Und so kommt es zu dem Konflikt, von dem Goethe spricht. Goethe sieht ihn in den berühmten Szenen des Murrens, in denen sich die Kinder Israels gegen Moses und Gottes Führung empören und nach Ägypten zurück wollen. Und diese Szenen fangen zwar schon vor der Bundesoffenbarung am Sinai an, als das Volk auf dem Hinweg in der Wüste Durst und Hunger verspürt, aber da schafft Gott gleich Abhilfe und schlichtet so den Konflikt. Als sich diese Szenen dann aber nach dem Bundesschluss fortsetzen, entbrennt sofort Gottes Zorn
Und er schickt furchtbare Strafen. Goethe meint ja, dass Mose im Zuge einer solchen Revolte ermordet wurde. Und der Alttestamentler Ernst Sellin und Sigmund Freud berühmterweise sind ihm darin gefolgt. Das also versteht Goethe unter dem Konflikt des Unglaubens und des Glaubens. Der Zusammenhang zwischen Bund und Gewalt im Alten Testament ist vollkommen unverkennbar. Gott sagt ja selbst, dass er ein eifersüchtiger, zornmütiger Gott sei, der die Sünde der Väter bis ins dritte und vierte Glied verfolgt, andererseits aber barmherzig und von großer Güte sei gegenüber denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und das in tausend Generationen. Die Szene mit dem goldenen Kalb stellt sofort klar, wie das gemeint ist. Da haben die Israeliten gegen das Bilderverbot verstoßen. Gott will sie in seinem Zorn allesamt vernichten und gibt sich erst durch Moses Fürbitte mit der Exekution von 3000 zufrieden. Glauben ist eine hochemotionale Sache. Liebe und Zorn, Treue und Verrat, Huld, Gnade und unnachgiebige Strenge sowie leidenschaftlicher Eifer für die Sache Gottes gehören hier untrennbar zusammen. Die Sache Gottes aber, und das darf man nicht vergessen, ist nicht Gewalt und Krieg, sondern Frieden und Gerechtigkeit. Auch wenn es manchmal oder manchen scheint, dass dieses Ziel nur mit Gewalt zu erreichen sei. Diese Emotionalität wurzelt in der Bundesidee. Und diese Bundesidee, die mit Israel in die Welt kommt, haben Christentum und Islam übernommen. Das alles weiß man seit eh und je, jedenfalls seit dem 18. Jahrhundert. Und ich frage mich, was ich eigentlich Neues zu dieser Diskussion beigetragen haben könnte, was so viel Staub aufgewirbelt und mir so viel Widerspruch eingetragen hat. Zwei Argumente, die eng miteinander zusammenhängen und im Grunde eins sind, sind vielleicht neu. Das eine ist die These der Übersetzbarkeit. Die Götter der polytheistischen Religionen waren ineinander übersetzbar. Die Heiden, so die sogenannten Heiden, hatten gar keine Mühe, die eigenen Götter in den anderen wiederzuerkennen oder sie wenigstens zueinander in Beziehung zu setzen. Denn sie hatten alle eine kosmische oder kulturelle Funktion und damit ein Tertium Comparationis, das sie miteinander korrelierbar und sogar ineinander übersetzbar machte. Und dieses Tertium Comparationis, das ist das andere Argument, beruht auf ihrer natürlichen Evidenz, ihrer innerweltlichen Erfahrbarkeit. Die heidnischen Götter waren innerweltlich, auch wenn sie in einigen ihrer Aspekte über die Welt hinausgingen. Und diese Eigenschaft halte ich für viel entscheidender als die numerische Frage von Einheit und Vielheit. Daher habe ich anstelle von Polytheismus den prägnanteren Begriff Kosmotheismus vorgeschlagen. Das ist nun dahingehend missverstanden worden, als wollte ich den Kosmotheismus gegen den Monotheismus ausspielen und für eine Rückkehr zum Kosmotheismus plädieren. Und davon kann natürlich keine Rede sein, da kommen wir nicht mehr zurück. Die Toleranzfrage stellt sich bei den kosmotheistischen Religionen gar nicht. Und deswegen kann man sie auch nicht dafür rühmen, besonders toleranzfähig zu sein. Eigentlich handelt es sich auch nicht um Religionen in unserem Sinne, sondern eher um Kulte. Und Kulte sind eine Sache der Priester und andere Fremde, Unbefugte haben hier sowieso nichts zu suchen. Es ist keine Frage der Toleranz, sondern der Kompetenz und Qualifikation. Und hier geht es, wie schon gesagt, um Sorgfalt, Aufmerksamkeit, Pflege und vor allem Reinheit. Und das alles ist von Außenseitern gar nicht zu erwarten. Toleranz wird erst zum Problem, wenn Offenbarung ins Spiel kommt. Bleibt die Frage der Gewalt. Und hier sieht es ganz anders aus. In den Kulten fließen Ströme von Blut, in manchen Kulten sogar Menschenblut. Dies ist der Punkt, an dem nun umgekehrt der Monotheismus humanisierend, gewalteindämmend eingegriffen hat.
Die Bibel ist voll flammender Invektiven gegen die Menschenopfer, besonders die Kinderopfer der Kanaaniter. Bis heute ist unklar, was davon Gräuelpropaganda und was historisch ernst zu nehmen ist. Jedenfalls erhält man den Eindruck einer Konversion von einem älteren Zustand, in dem solche Opfer, besonders das Opfer des erstgeborenen Sohnes, praktiziert wurden, und einem Jüngeren, dem genau das zum Abscheu geworden ist. Was die biblischen Texte als kanaanitische Religion verteufeln, ist aller Wahrscheinlichkeit nach nichts anderes als ihre eigene Vergangenheit. Das Christentum hat dann für sich auch noch die Tieropfer abgeschafft und in der Spätantike überhaupt verboten. Allerdings ist der biblische Monotheismus hier Teil eines allgemeinen Prozesses der Eindämmung sakrifizieller, also Opfergewalt in der alten Welt. Auch in Mesopotamien, Ägypten und Griechenland gab es in historischer Zeit keine Menschenopfer mehr und Philosophen wie Theophrast forderten sogar, die blutigen Opfer überhaupt abzuschaffen. Das Ideal der Thysia Logicae, des rein geistigen, spiritualisierten Opfers in Gestalt von Gebet und Lobpreis, breitete sich in der römischen Kaiserzeit in der ganzen jüdischen, christlichen und heidnischen Welt aus. Hier handelte es sich um eine allgemeine Wende, die der biblische Monotheismus nicht eingeleitet, aber die er dann endgültig durchgesetzt hatte. Dieses Verdienst kann ihm niemand bestreiten. Auf der anderen Seite hat er jene besondere Gewalt eingeführt, die mit den Ideen von Bund und Offenbarung verbunden ist. Zum Bund gehört als Möglichkeit der Bundesbruch, so wie Treue zu Verrat und Segen zu Fluch. Die Bibel, genauer das Alte Testament, entfaltet diese Ambivalenz in der Offenbarung anhand der Erzählung vom Auszug aus Ägypten. Da ist zunächst die Unterscheidung zwischen Ägypten und Israel. Ägypten steht für Unterdrückung und Despotismus, für die Welt von Unrecht und Unfreiheit, aus der ausgezogen werden muss, um in die Welt von Freiheit und Gerechtigkeit einzuziehen, die Gott mit seinem Bund anbietet. Hier gilt Null Toleranz gegenüber den Unterdrückern. Dieser am Sinai geschlossene Bund trifft dann die Unterscheidung zwischen dem auserwählten Volk und dem Rest der Völkerwelt. Hier wiederum gilt alle Toleranz gegenüber den Völkern, die anbeten können, wen oder was sie wollen und nach ihren eigenen Gesetzen leben mögen, solange sie nur das auserwählte Volk seinem Gott folgen und nach seinem Gesetz leben lassen. Und das ist die Unterscheidung nach außen. Nach innen aber gilt Null Toleranz gegenüber denen, die den Bund brechen. Und dieses Prinzip wird nun auch ausgedehnt auf die Kanaaniter, die Ureinwohner des gelobten Landes, die vertrieben werden müssen, damit sich das Volk nicht mit ihrer zum Abscheu gewordenen Religion ansteckt. Das heißt, damit es nicht rückfällig wird. Dieser ausgeprägte Antikanaanismus, das heißt der Hass auf die eigene Vergangenheit, ist ein durchaus problematisches Element der monotheistischen Offenbarungsreligionen, der nur durch unerschrockene Selbstaufklärung überwunden werden kann. Apologetik hilft da nicht weiter. Für das Judentum hatte sich das Problem des Antikanaanismus mit dem Verlust der staatlichen Selbstständigkeit erledigt und ist erst neuerdings in Kreisen der extremen israelischen Rechten wieder aufgeflammt. Im Christentum wurde es in den Kreuzzügen virulent und später gegen die Ausschreitungen in den Ausschreitungen der spanischen Eroberer, der puritanischen Kolonisten, der Buren und anderer Auszugsbewegungen gegen die jeweiligen Ureinwohner, sowie natürlich in den antijüdischen Pogromen. Im christlichen Antijudaismus lebte der jüdische Antikanaanismus weiter, der Hass auf die eigene Vergangenheit. Auf den Islam gehe ich hier nicht ein, aber die Dinge liegen wohl klar genug, was Islam und Gewalt angeht. Das Problem liegt im starken Begriff der absolut gründenden, ein für allemal ergangenen Offenbarung, an der unter allen Umständen festgehalten werden muss.
In den alten Religionen, also den sogenannten heidnischen Religionen, konnte man das Orakel befragen, wenn man nicht weiter wusste. Jetzt aber gilt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Jahweh von dir fordert. Dieser Offenbarungsbegriff wurde spätestens dann zum Problem, als drei Religionen mit demselben Anspruch auftraten, im Besitz einer absoluten, ein für allemal geoffenbarten Wahrheit zu sein. Und diesem Problem suchte man in Gestalt der Ringparabel beizukommen. Da sind wir wieder im 18. Jahrhundert, bei Lessing. Aber inzwischen kennt man 30 Varianten dieser Parabel. Und die älteste Variante geht bis in die Zeit um 800 nach Christus zurück. Ein Vater, drei Ringe, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen, die niemand auseinanderhalten kann. Es gibt die Wahrheit und es gibt Offenbarung. Aber da es mehr als eine gibt, bleibt die absolute Wahrheit verborgen. Die einem selbst zuteil gewordene relative Wahrheit aber gilt es im Tun an den Tag zu legen. Und dazu gehört dann in allererster Linie Toleranz gegenüber den Wahrheiten der anderen, die nicht weiter von der verborgenen absoluten Wahrheit entfernt sein müssen als die eigene. Vielen Dank. Fürs Zuhören. Ja, ich sage noch einen Satz eben.